Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder die Honigmann-Nachrichten vom 13. März 2013 mit der Nummer 51. Hier versucht die Sonne langsam ihren Weg durch die Wolken zu finden, stückchenweise kommt sie schon raus und in Israel sind die Heuschrecken los. Universum. Schon vor etwa 100 Jahren wurde der Stern HD 140283 in den Sternenkatalog aufgenommen. Durch den Einsatz des Hubble-Teleskops konnte jetzt das Alter des Sterns genauer ermittelt werden. Aufgrund alter Messdaten wurde das Alter des Sterns bisher auf 16 Milliarden Jahre geschätzt. Allerdings war diese Angabe sehr vage. Mit der Unterstützung von Hubble wurde jetzt festgestellt, dass dieser Stern HD 140283 etwa 14,46 Milliarden Jahre alt ist. Das Universum ist dagegen rund 13,77 Milliarden Jahre alt, sodass der Stern älter wäre. Allerdings gibt es eine Messgenauigkeit von plus minus 0,8 Milliarden Jahren, sodass das Alter von HD 140283 inzwischen zwischen 13,66 und 15,26 Milliarden Jahren liegt, meldete shortnews.de. Heißt also, wir wissen nichts. Deutschland. Ich habe schon im letzten Jahr auf den Bericht des ITAS, Institut für Technikfolgeabschätzungen, hingewiesen, schrieb krisenvorsorge.com. Beschreibung, was in Deutschland geschehen wird, wenn großflächig mehr als 48 Stunden lang der Strom ausfällt. Dramatische Auswirkungen, nationale Katastrophe. Dr. Geier sieht große Wohnanlagen in Gefahr. Die hauseigenen Pumpanlagen, die das Abwasser aus Küchen, Bädern, Toiletten der Wohnblöcke abtransportieren, werden mit Strom betrieben, fallen gleichzeitig mit dem elektrischen Licht aus. Toiletten können nicht mehr abgespült werden und so weiter. Empfehlung, die Studie selbst zu lesen. Wer bisher glaubte, ein solcher Zusammenbruch könne nur durch schwere Unwetter, Schneestürme und so weiter verursacht werden, der irrt. Im Verborgenen sind unsere Infrastrukturen ohne Ankündigung großer Gefahr ausgesetzt. Sie kriecht unbemerkt durch die Leitungen des Internets in die Versorgungsbetriebe, die Millionenstädte mit Wasser und Strom versorgen. Cyberattacken, es ist ein Wunder, sagte ein IT-Experte in dem Bericht des Bayerischen Rundfunks, dass das noch nicht öfter passiert ist. Der Sicherheitsexperte Marco Di Filippo warnt schon lange davor, dass die Steuerungssysteme vieler Versorgungsunternehmer völlig ungeschützt online leicht zugänglich sind. Es geht auch ohne Hackerkenntnisse, dort einzudringen. Es gibt Suchmaschinen, die mittels eines Apps die IP-Adresse einer Webseite offenbaren, die Ausweisnummer der Weltnetzseite. Damit können Hacker genau ausmachen, wie sie den anvisierten Betrieb eindeutig identifizieren und angreifen. Das erschreckende Fazit von IT-Professor Gordon Rohrmeier: Er findet kaum Anlagen, die wirklich wirksam geschützt sind. Hattingen. Bei einem Angriff im Finanzamt in Hattingen ist ein Beamter schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Mann aus Velbert sei am Montag mit einem Holzstock auf den Finanzbeamten losgegangen und habe ihn schwer verletzt, so die Polizei am Dienstag. Kollegen eilten dem Finanzbeamten zur Hilfe, der Täter konnte jedoch flüchten. Er wurde kurze Zeit später in der Nähe seiner Wohnung festgenommen. Später wurde er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Ob es bei dem Streit um eine Steuersache ging, konnte die Polizei noch nicht sagen, stellte rp-online.de fest. Na, ums Kuchenbacken ging es da wohl eher nicht. Europa. Die Schuldenkrise verschärft die Armut in Europa dramatisch. Noch nie seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat das Rote Kreuz in so vielen Ländern des Kontinents Lebensmittel verteilt, allein in Spanien Versorgung von 3 Millionen Bürgern. Das zeigt die Auswirkungen der tiefen Krise in Europa so drastisch wie keine offizielle Statistik. Wegen der zunehmenden Armut verteilen mittlerweile 2/3 der nationalen Rotkreuzgesellschaften in der EU Lebensmittelhilfen. Das gab es seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Auseinanderdriftende Situation in Europa. In Deutschland muss keine Lebensmittelhilfe geleistet werden. In Rumänien organisiert die Hilfsorganisation bereits seit 2009 ein auf Spenden basiertes Lebensmittelprogramm. Unsere Tafeln werden wahrscheinlich da nicht gesehen, wo Menschen auch sich für wenig Geld wenigstens noch was zu essen kaufen können. Selbst im vergleichsweise wohlhabenden Norden Italiens
verzeichnete Hilfsorganisation dem Dokument zufolge bislang unbekannte Zeichen von Verarmung, meldete pravda.tv.com.wordpress.com. EU. Die EU-Skepsis Großbritanniens wächst. Neben der Ablehnung der Börsensteuer und der Deckelung der Bankenboni steht nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fokus. Die britische Innenministerin, potenzielle Nachfolgerin Camerons bei den Tories, Theresa May, zieht einen Rückzug Großbritanniens vom Europäischen Gerichtshof in Betracht. Die Regierung brauche bis 2015 einen Plan, wie zukünftig mit dem in Brüssel ansässigen Gerichtshof umzugehen sei, sagte sie am Wochenende auf einer Veranstaltung der Ideenschmiede Conservative Home. Dabei müssten alle Optionen, also auch ein Austritt, ins Auge gefasst werden, zitierte der EU-Observer. May begründete ihre Forderung damit, dass der Gerichtshof überlastet sei und zu stark in die nationalen Entscheidungen eingreife. Bei einem Austritt des Landes würde sich Großbritannien weiter isolieren. Insgesamt 47 Länder unterliegen derzeit dem Europäischen Gerichtshof. Weißrussland und der Vatikan sind die einzigen Staaten in Europa, die nicht in dieser Institution vertreten sind. Das könnte einen Austritt Großbritanniens aus der EU noch beschleunigen. Denn im Artikel 6 des EU-Vertrages verpflichtet sich die EU dazu, der Europäischen Konvention beizutreten. Vorbereitungen gibt es seit 2010. Der EU-Rat muss die Unterzeichnung jedoch einstimmig beschließen. Wenn Großbritannien zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr beim Europäischen Gerichtshof vertreten ist, kann der EU-Rat nicht einstimmig einer Unterzeichnung zustimmen. Dann würde die EU letztlich, wenn Großbritannien in der EU verbleibt, den EU-Vertrag brechen, konstatierte deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Madrid. Neuer Rekordstand bei Spaniens Staatsschulden. Nach Berechnungen der Tageszeitung LP ist der Schuldenberg im vergangenen Jahr um 146 Milliarden Euro gestiegen, pro Tag um 400 Millionen Euro. Noch nie sind innerhalb eines Jahres die Staatsschulden Spaniens so stark angestiegen wie im ersten Amtsjahr Rajoys. Auch gemessen an der Wirtschaftsleistung völlig neue Dimensionen des Schuldenberges. Im Jahr 2008 lag der Schuldenstand bei 40% des Bruttoinlandsprodukts, Ende 2012 bei etwa 84%. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung waren Madrids Staatsschulden bisher nur einmal auf ähnlich hohem Niveau, als Spanien den Verlust seines Kolonialreichs verkraften musste. Parallel zur wirtschaftlichen Talfahrt Spaniens heizt sich auch die politische Stimmung immer mehr auf. Aus Anlass des Jahrestags des Militärputschs von 1981 protestierten mehrere hunderttausend Spanier am 23. Februar gegen den Putsch der Finanzmärkte und die grassierende Korruption im Land. Und der Skandal um die schwarzen Parteikassen, die jahrzehntelang in der Partido Popular, Volkspartei des Premiers Rajoy, geführt wurden. Er soll in der Vergangenheit überhaupt der größte Profiteur der schwarzen Kassen der Partido Popular gewesen sein. Im Zentrum eines weiteren Skandals das spanische Königshaus. Der Schwiegersohn von König Juan Carlos sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, bei einer gemeinnützigen Stiftung an der Unterschlagung öffentlicher Gelder an Steuerhinterziehung beteiligt gewesen zu sein. Was fehlt, ist nur noch ein letzter Funken, meinte mmnews.de. Griechenland. Bei der öffentlichen Elektrizitätsgesellschaft in Griechenland, DEI, sind über eine halbe Million unbezahlte Stromrechnungen aufgelaufen. Das nimmt ungeheure Ausmaße an, da immer mehr Konsumenten sich außerstande sehen, ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Anzahl der unbezahlten Rechnungen beläuft sich auf mehr als 500.000 und die Verbindlichkeiten an die DEI tangieren insgesamt 1,3 Milliarden Euro. Diese Situation hat bei der DEI zu einem Anstieg der Ratenzahlungsvereinbarungen um 75% und der Stromabschaltungen um 66% geführt. Durchschnittliche Erhöhung der Stromtarife um 25% ab Anfang 2013, nachdem in den Memoranden vorgesehenen Maßnahmen erneute Erhöhung ab 1. Mai und dann 1. Juni 2013. Wie die Zeitung Eleftheros Typos berichtete, nimmt die DEI laut ihres Direktors Arturos Servos jeden Monat ungefähr 30.000 Stromabschaltungen vor.
Große Dimensionen scheint auch das Phänomen der Stromabschaltungen wegen der sogenannten Abzocke anzunehmen. Ungefähr 300.000 Verbraucher sind 2012 freiwillig zur Kündigung der Stromversorgung geschritten, wogegen 2011 die Anzahl der freiwilligen Abschaltungen ungefähr 100.000 betrug, informierte Griechenland-Blog.gr. Washington, Pyongyang. Noch einmal pravda.tv.wordpress.com. Ein Experte hält ein Szenario für denkbar, mit dem Nordkorea die Amerikaner aus dem All attackieren könnte. Per Gammastrahlenimpuls aus der Erdumlaufbahn könnten alle US-Computer lahmgelegt werden. Droht Angriff mit elektromagnetischem Impuls, realistische Drohung? Die meisten westlichen Spezialisten verneinen das, aber ein Amerikaner vertritt eine interessante Theorie. Nordkorea, sagte er, könne die USA mit einem elektromagnetischen Impuls, also einer EMP-Waffe, gefährden. Ein solcher Gammastrahlenimpuls wird durch eine Atomexplosion in großer Höhe verursacht und würde über Amerika gezündet sämtliche US-Computer lahmlegen. Dafür seien nötig eine Trägerrakete, eine als Satellit getarnte Bombe mit weniger als 10 Kilotonnen Sprengkraft, denn diese Größe sei als Impulsauslöser am geeignetsten, sowie eine Erdumlaufbahn von Süd nach Nord. Brüssel. Die EU plant die totale Kontrolle des Internets mit einschneidenden Zensurmaßnahmen für unliebsame Inhalte. Was der unbescholtene Bürger niemals für möglich gehalten hätte, wird mit dem Projekt CleanIt in großer Selbstverständlichkeit realisiert. Nach einem neuen Maßnahmenpapier, welches der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights, also EDRI, zugespielt wurde, sieht CleanIt vor, dass kritische Inhalte ohne weiteres gesperrt werden können, Überwachung der gesamten Weltnetzkommunikation, Verbot der anonymen Nutzung, Überwachung sämtlicher Kommunikation von Unternehmen. Auch komplett legale Inhalte sollen entfernt werden dürfen, zitierte EDRI aus dem Papier im September 2012. Auch legt es eine Art zeitlichen Fahrplan fest, in welchen Zeiträumen die Gesetzgeber welche Rahmenbedingungen schaffen sollten, um die Vorgehensweise von CleanIt überhaupt erst zu legitimieren. Salamitaktik. Zuerst soll ein Meldeknopf im Internetbrowser eingerichtet werden, über den jeder Bürger, nicht die Justiz, terroristische oder extremistische Inhalte melden kann. Danach sollen die Provider sich freiwillige Zensurmaßnahmen auferlegen, bevor sogar die Verlinkung mit verbotenen Inhalten strafbar werden soll, tat marialourdesblog.com kund. Südamerika. 11. März 2013. In diesen Wochen werden die Chefs von Syngenta, Bayer, BASF, Dow Chemical, Monsanto wieder vor ihren Geldgebern bei der Generalversammlung sitzen. Während die Herren der Agrochemiekonzerne im Norden Zuversicht versprühen, werden im Süden Chemikalien auf fruchtbarem Land ausgebracht, Substanzen aus den Laboratorien der genannten Firmen, Herbizide, Insektizide, Fungizide. Sie sollen töten, was das Wachstum von Soja, Mais, Äpfeln usw. einschränken könnte. Behauptung: bei korrekter Applikation keine negativen Folgen für Mensch und Umwelt. Teil der Natur, Insekten, nicht für diese Herren. In Ländern wie Argentinien werden sich immer mehr Bürger dieser Methoden bewusst. In Córdoba werden sich die Bewohner über Jahre gegen das Sprühen vor ihrer Haustür. Im betroffenen Bezirk erhöhte Krebsraten, Missbildung bei Neugeborenen. Im August 2012 wurden ein Sojaproduzent und ein Pilot zu 3 Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt, weil sie gesundheitliche Schäden der Bevölkerung billigend in Kauf genommen hatten. Erstes Urteil dieser Art in Lateinamerika stand bei united-mutations.org. Berlin, Karlsruhe. Das Grundgesetzgericht, fälschlicherweise Verfassungsgericht genannt, wird die Politik wohl zur steuerlichen Gleichstellung der Homo-Ehe zwingen. Finanzminister Schäuble lässt nun nach Spiegelinformationen verschiedene Modelle durchrechnen. Die Reform soll dem Staat nichts kosten, am Ende könnte es auf eine Abschaffung des Kindergelds hinauslaufen. Fraktionschef Kauder will gemeinsam mit seinen Mitstreitern die politische Zustimmung für ein Vorhaben ausloten, das in der Unionsfraktion für erhebliche Unruhe sorgen könnte. Einen Gruppenantrag, der das Ehegattensplitting auf die eingetragene Lebenspartnerschaft ausdehnt. Das ist alles andere als trivial.
Würde das Splitting von Eheleuten auf Kinder ausgeweitet, klafften große Lücken im Staatshaushalt. Bislang funktioniert das Splitting so: Das Einkommen der Eheleute wird gleichmäßig auf Mann und Frau verteilt, die jeweils anfallende Steuerschuld addiert. Weil wegen der Progression mit steigenden Einkommen die Steuerlast überproportional steigt, ergibt sich eine Entlastung. Würde diese Methode um die Kinderschar erweitert, fiele der Splitting-Vorteil noch größer aus, die Verluste für den Fiskus aber auch. Von Bundesfinanzminister Schäuble deshalb zwei Vorgaben. Zum einen soll das neue Modell für den Fiskus bezahlbar bleiben, zum anderen darf sich niemand schlechter stellen. Sie laufen auf einen Radikalumbau der bisherigen Familienpolitik hinaus. Bezahlbar bleibt der große Wurf nämlich nur, wenn das bisherige Kindergeld und die Kinderfreibeträge wegfallen. Wer braucht schon Kinder, wenn man sich Gebärmaschinen ins Land holen kann? Fragte Index Expurgatorius.wordpress.com. Münster, Düsseldorf. Am Dienstag hat der Verfassungsgerichtshof in Münster das Haushaltsgesetz 2011 der rot-grünen Landesregierung für verfassungswidrig erklärt. Das dritte Mal in Folge, dass ein Haushalt vor Gericht durchfällt, aber keine Konsequenzen. Der Etat ist längst abgeschlossen. Die Neuverschuldung im Haushalt sei höher angelegt worden als die Investitionen, so die Begründung. Verstoß gegen die Kreditgrenze nach Artikel 83 Satz 2 der Landesverfassung NRW, so deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Die Regelverschuldungsgrenze dürfe grundsätzlich nur zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts abgewichen werden, erklärte das Gericht in seinem Urteil. Eine derartige konjunkturelle Ausnahmesituation habe die Landesregierung aber nicht vorgelegt. Ganz im Gegenteil, die Landesregierung sei sogar im Haushaltsentwurf 2011 von einem kräftigen Wirtschaftswachstum und Steuereinnahmen in Höhe von gut 40 Milliarden Euro ausgegangen. Brüssel. Am 7. März empfing NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen den israelischen Präsidenten Shimon Peres im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Im Zentrum der Gespräche: Verstärkung und Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Israel und NATO. Israel ist bereits an verdeckten Operationen und nicht konventioneller Kriegführung in Zusammenarbeit mit den USA und der NATO beteiligt. Die gemeinsame Erklärung verweist auf die Partnerschaft zwischen Israel und der NATO im Kampf gegen den Terror und im Streben nach Frieden im Nahen und Mittleren Osten sowie der ganzen Welt, schrieb info.kop-verlag.de. Mit Formulierungen wie dieser wird die Beteiligung Israels auf aktuellen Kriegsschauplätzen an der Seite der NATO, das heißt als faktisches Mitglied, angedeutet. Israel wäre dann direkt beteiligt, sollten USA oder NATO offen militärisch gegen Syrien, Libanon oder Iran vorgehen. Beide Seiten stimmten in ihren Gesprächen darin überein, dass Israel und die NATO-Partner im Kampf gegen den Terror sind, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Die Heuschrecken sind schon ganz gut. Die gute Nachricht von lichtkreis.at. Das Solarplexus-Chakra befindet sich etwas oberhalb des Nabels, auf Höhe des Sonnengeflechts, also Solarplexus. Es ist dem Feuerelement zugeordnet, das Licht, Wärme, Energie, Aktivität, auch Leistung und Macht bedeutet, steht für die Entwicklung des Ichs sowie die Durchsetzungskraft in der eigenen Umwelt. Dabei ist nicht das mit Gewalt durchsetzen gemeint, sondern das Finden eines harmonischen Weges, seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Blockaden in diesem Chakra äußern sich körperlich durch Verdauungsstörungen, Magenprobleme, Diabetes und Übergewicht. Seelisch kommt die Blockade durch Aggressivität, Unsicherheit, Schlafstörungen und Albträume zum Ausdruck. So, das war's erstmal wieder für heute. Und nun wieder meine Fundstelle. Was Schönes. Wie lange leben wir auf Erden? Nicht für immer. Nur eine kleine Spanne. Jade zerbricht, Gold wird zerdrückt, Quetzalfedern knicken. Nichts dauert auf Erden, alles lebt nur einen Hauch lang. Unsere Zeit ist geliehen. Im Nu müssen wir sie hinter uns lassen. Du bist, was deine Mutter ist. Du siehst die Welt und alles, was auf ihr ist, durch die Augen deiner Mutter.
Was du später von den Vätern lernst, ist etwas anderes. Die Kette der Kultur ist die Kette der Frauen, die die Vergangenheit mit der Zukunft verbindet. Von Shirley Hill Witt. So, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Hoffe wieder auf viele Kommentare. Es gibt viel zu erzählen. Also dann bis die Tage und tschüss.